Toms Autowaschanlage. Das ist interessant. Irgendeine Show scheint hier im Park stattzufinden. Das ist Carlo. Aber warum macht er eine riesige Pizza? Und warum schauen alle zu? Hey Leute, was ist hier los? Carlo versucht, die größte Pizza der Welt zu backen? Fantastisch. Was für ein Perfektionist. Du beeilst dich besser, Carlo. Es wird ein bisschen windig. Was? Die riesige Pizza ist weggeblasen worden? Oh nein! Sie ist auf Carlo gelandet. Er ist bedeckt mit Pizza, Käse und Belag. Jerry hat recht, Carlo. Das geht bestimmt einfach ab. Sieh's von der guten Seite. Hey, die Sonne kommt raus. Tom, vielleicht kannst du Carlo zu deiner Autowaschanlage bringen. Das wird nicht einfach, diesen Käse zu entfernen. Carlo sieht wirklich übel aus. Wie willst du all das abwaschen, Tom? Du willst mit Seife und Schwämmen anfangen und dann den Käse abkratzen? Dein Vater sagt, du kannst heute auf die Knöpfe drücken, Klein Tom. Er möchte mit den Wasserstrahlen anfangen, um den Pizzabelag abzuwaschen. Also, das war ein guter Start. Aber er ist noch längst nicht sauber. Mal schauen, ob Tom was hat, um diese Tomatensoße abzuwaschen. Dein Papa sagt, die Bürsten würden mit dem Käse verkleben. Versuch einen anderen Knopf, Klein Tom. Seife und Schwämme, das ist besser. Ach du liebe Güte, die Tomatensoße färbt die Blasen rot. Dann werden wir mal die Soße mit den Walzenbürsten entfernen. Oh Mann, da klebt immer noch eine Menge Käse und Teig auf dir, Carlo. Aber keine Sorge, Tom weiß schon, was er tut. Hast du etwas, um all den Käse aus Carlos Reifen zu entfernen, Tom? Das sieht aus wie ein großer Fondue-Topf. Wie soll denn das funktionieren? Nur keine Sorge, Carlo. Die Hitze ist nur dafür da, den Käse zu schmelzen. Damit wir ihn einfacher mit den Stäben entfernen können. Genau wie bei einem Käsefondue. Hervorragend. Es hat geklappt. Jetzt muss nur noch der klebrige Teig entfernt werden. Großartige Idee, Klein Tom. Mit einem Teigmesser können wir den klebrigen Teig entfernen.
großartig. Nur noch einmal abspülen und trocknen und dann bist du fertig. Keine Sorge, der Schnurrbart ist gleich wieder in Form. Wie wär's mit ein bisschen Wachs auf dem Weg nach draußen? Tom, hast du etwas, damit Carlos Schnurrbart wieder besser aussieht? Perfekt. Tolle Arbeit, Leute. Carlo möchte sich bei euch mit einer Pizza bedanken. Ihr bringt sie besser schnell rein. Es ist ganz schön windig hier draußen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Toms Autowaschanlage. Hallo, Rocky. Übst du den Start? Sehr gut. Viel Spaß. Das sieht gut aus. Oh oh. Ach du liebe Güte. Was für eine Schweinerei. Wir bringen dich mal besser zu Toms Autowaschanlage. Also, da sind wir, Rocky. Folge Tom. Er bereitet dich vor. Okay, Tom. Wie ist diesmal dein Plan? Bitteschön. So ist es schon viel besser. Was kommt jetzt? Sehr schön. Bereit für eine Tiefenreinigung, Rocky? Sehr schön. Perfekt. Jetzt wirst du abgespült, um die Seife zu entfernen. Du bist fast fertig, Rocky. Wow, Rocky, du siehst sogar besser aus als vorher. Vergiss nicht deine Süßigkeit. Und jetzt zurück zum Starttraining? Großartig. Tschüss, Tom. Vielen Dank für deine Hilfe. Tschüss, Rocky. Guten Flug. Tschüss, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.
Toms Autowaschanlage. Hallo, Klein Frank. Wow, das ist aber eine Menge Farbe auf deinem Körper. Was war denn bei dir heute los? Ah, du warst beim Schießstand. Aber du weißt schon, dass ihr eigentlich mit der Farbe auf die Zielscheiben schießen solltet und nicht aufeinander. Naja, egal. Wir müssen dich sauber kriegen. Fahr zu Toms Autowaschanlage. Ich bin sicher, er kann dir helfen. Hallo, Tom. Wie gut, dass die Autowaschanlage auf hat. Hier kommt dein nächster Kunde. Voll mit Farbe. Du hast recht, Tom. Er sieht aus, als hätte er dir in deiner Lackierwerkstatt geholfen. Wo wir gerade davon sprechen, nimm lieber die Farbeimer weg, sonst fällt noch jemand drüber. Aber Klein Frank scheint ungeduldig. Fangen wir an mit seiner Reinigung. Bereit, Klein Frank? Okay, Tom, auf geht's. Sollen wir mit den Sprinklern anfangen? Mal schauen, ob wir diese Flecken losbekommen. Also, du siehst schon ein bisschen sauberer aus. Aber du hast immer noch überall Flecken. Tom, was kommt als nächstes? Ah, die Walzen. Ich bin sicher, die werden helfen. Keine Sorge, Klein Frank. Die Walzenbürsten sind sanft. Die tun nicht weh. Sie entfernen nur die Farbflecken. Siehst du, sag ich doch. Es sieht so aus, als würde es dir sogar Spaß machen. Diese Flecken gehen wirklich schwer ab. Tom, wir brauchen etwas wirklich Spezielles, um diese Flecken loszuwerden. Was ist das, Tom? Dampf? Der könnte vermutlich die Flecken entfernen. Tom hat eine Idee. Wir versuchen, diese hartnäckigen Flecken mit Dampf zu entfernen. Keine Sorge, Klein Frank. Das tut nicht weh. Es könnte ein bisschen heißer werden als sonst. Tom, auf geht's. Schauen wir mal, ob der Dampf das schafft. Haha, na siehst du, Klein Frank. Tom, schalt mal die Trocknung für Klein Frank an. Schau dich an, Klein Frank. Du bist wieder sauber, dank des Dampfes. Und natürlich dank Tom. Bitteschön. Sieht so aus, als wären wir fertig. Klein Frank, du kannst dir eine Süßigkeit mitnehmen, wenn du magst. Klein Frank, du hast doch nicht vergessen, dich bei Tom zu bedanken? Klein Frank, pass auf! Oh nein. Klein Frank, alles in Ordnung? Du hast recht, Klein Frank. Jetzt kannst du wieder zum Schießstand spielen gehen und musst dir keine Sorgen machen, dreckig zu werden. Vielleicht haben die anderen kleinen Autos ja auch Lust. Vielen Dank, Tom, dass du Klein Frank geholfen hast. Und vielen Dank, dass du die Eimer hast stehen lassen, damit er eine Entschuldigung hat, dass er wieder zum Schießstand geht. Tschüss, Tom. Tschüss alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.